Hey, sehr unkundig, Schieber, hier ist wieder euer Kerne zurück mit Let's Play Corps Party Zero mit dabei. Ich, Rehayato, guten Tag. Ich sollte auch versuchen, mit dem Pfeiltasten und nicht mit WASD zu steuern. Woher kommt nur auf einmal dieses Gefühl, dass man WASD steuern muss? Hat nichts mit unserem Spiel zu tun, nein. Nein, was wollten wir eigentlich noch ausprobiert haben jetzt im letzten Part? Ich hab's vergessen. Ach hier, mit diesem losen Dingensboard hier, mit dem Teil, wollten wir den Weg doch suchen, stimmt hier? Ah ja, stimmt. Lalalala, hier ist alles kaputtimato, hier würde nichts funktionieren. Da drin auch nichts. Moment, da hängt jetzt auf einmal ein Zettel. Waren wir hier vorher überhaupt schon mal drin? Ja, das war doch der Raum mit den Geistern und auf einmal Blut und... Light will the curse. This poster is tattered beyond readability. Das können wir gar nicht erst lesen. Das Brett da oben. Kann man das da oben einsetzen und dann durchlaufen? Es sieht aus, als könnte man ein Brett da oben einlegen. Wo ist welches? Da oben, das Eck. Da ist so ein Rechteck. Rechts. Nichts. Sah so aus, das würde aber auch keinen Sinn machen, denn zack, dann würden wir hier rauskommen. Ich dachte, das ist so ein Seitwert, aber das geht mit dem RPG-Maker nicht so gut hergestellt. Na, da ist auch nichts. Dann ist die Frage, wo wir dann lang gehen. Oben oder unten? Wo versuchen wir es mit dem Brett? Waren wir überhaupt schon mal in irgendwelchen von den beiden? Weil das sieht alles so gleich aus. Jetzt erinnerst du dich doch wieder, ne? Ah, Kohlrüben, oder? Kohlrüben. Aber wo soll man das Brett großartig einsetzen können? Gehen wir einfach mal hier lang und dann sehen wir es hier. 16. Stimmt. Zack und zack, 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 zack. Wupsala, bums. Gut, das war. Zack, zack, zack. 7. Nein, ich will nicht. 4. So großer Verbrauch. Das geht ganz schön in die Medikits. So, jetzt einmal gucken, was hier war. War ja klar. Also können natürlich wir... Ist dann. Was? Natürlich war da ja mal wieder nix. Also können wir nur noch da oben. Super. Und die beiden weigern sich ja ins Jungklo zu gehen. Ich bin eins zu hoch gegangen. Oh, jetzt ich sehe gerade noch rot. Rot, rot, rot überall. Ich sehe die Übertragung teilweise. Das sieht sehr komisch aus. Bei 19. Dir in der Übertragung sieht es ja relativ flüssig aus. Das ist ja alles mit einer Verzögerung von vielleicht 0,5 Sekunden. Und dann hier. Oh, Bild. Lalalalalala. So, immer wieder gucken, was war denn wo? Was war hier oben? Aha, aha, aha. I see it. Not. Wir können da not. Okay, ich dachte, da könnten wir eventuell. Shit. Und recht. Vielleicht. Das würde keinen Sinn machen, weil da Wand ist. Naja, kann ich ja nicht genau definieren. 16, zack, zack, zack. 10, jo, das schaffen wir. Einmal zwischenheilen, würde ich sagen. Jo, wäre eine gute Idee. Ich setze aber, wie immer vorsichtshalber, einen Safe. Und überschreibe den hier mal. Dann sparen wir uns wenigstens nochmal ein Medikit. Die haben wir jetzt auch schon zum Teil aufgebraucht. Wir haben schon viel zu viel von denen aufgebraucht. Finde ich. Ja, wir haben schon einen ganzen Haufen benutzt.
Ort. Hier kann man auch nicht. Hä? Warte das mal. Nicht. Die Lücke da vorne ist, wenn man sich so ansieht, dann sind das da halbe Teils. Das bedeutet, ein Feld ist genau zwischendrin Platz. Aber wenn wir da oben lang gehen, werden wir getötet, obwohl wir das Brett haben. Irgendwie muss man doch da weiterkommen, aber wenn wir da lang gehen, killt die uns. Kann man das Brett aufheben ohne die Eisenstange? Nein, weil das Event dann für den Schlüssel doch nicht getriggert wird. Ach so, stimmt. Ba-ba-ba. Ah. Super. We're stuck. Zack, 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 zack. Warum ist ja nur diese... Hier will man uns das Brett ja nicht benutzen lassen. Finde ich scheiße von denen. Ja, voll böse und so. Voll asozial und so. Die Wand sieht komisch aus, aber ich kann damit nichts machen. Das haben wir schon... Das fühlen sie komisch. Yes, Violet! Und so. Warum kann man noch gehen? Irgendwie vor lauter gleich aussehenden Räumen gehen einem die Ideen aus. Green, bla bla bla. Und bleiben eigentlich nur noch die Klos. Ja, aber da kann man irgendwie nichts anfangen. Ich meine, wir waren ja dort und nichts passiert. Wir können da höchstens nur nochmal hingehen. Stand hier auf diesem Zettel zu mir gleich. Achso, okay. Also nochmal über diese Suppe. Ja, oh, zack, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Ah, nein. Eins nehme ich noch hin. So, jetzt aber. Juhu, er ist weg. Er ist mir weg. Scheiß Internetverbindung, bis gleich. So, wir sind wieder da. Und wir haben gerade festgestellt, dass Shiros WP ziemlich tief sind. Naja, hoffentlich lohnt es sich, hier lang zu gehen und hier eventuell noch mal ein bisschen was zu machen. Gucken wir einfach noch einmal. Bums. Zack. Zack. Ja, habe ich doch schon gelesen. Zack. Und zack. Alles locked. Nichts. Vielleicht doch im Jugendklo? Shattered. Vielleicht darf man einfach nicht die Toiletten anklicken oder so. Oder sie rennt automatisch weg. Ist automatisch. Hey. Das Jungklo. Das ist aber komisch. Vorhin haben sie gesagt, it's the boys. Ja, vielleicht wiederholen sie es nicht zweimal oder so. Och, die sind so dumm. Das ist doch nur ein bisschen Porzellan und Holz, was da ist. Mehr nicht. Mann, ey. Nicht, ja. Oh. Was müssen wir denn jetzt tun? Ich würde mich mal interessieren. Wir haben Brett und wir brauchen einen Pit. Ahahaha. Hey, wann hast du ihn verstanden? Ich lache über meinen eigenen dummen Witz. Ich bin echt clever. So, wir haben schon alles abgesucht, oder? Aber irgendwo... Ich hab gedacht, ich hab ein Medikit eingesetzt. Offenbar nicht. Gut, dann können wir jetzt ja einen anderen Speicherstand mal laden. Und uns diese Tür mal ansehen, wenn sie geschlossen ist.
Ja, wäre vielleicht eine Idee. Egal, was wir versuchen würden, hier würden wir mit dem Brett definitiv nicht weiterkommen. Naja, ich habe halt überlegt, All wenn die diese. Löcher sind viel zu groß auch. Naja, ich habe halt überlegt, wenn diese abgerissenen Teils je ein halbes sind, dann würde in der Mitte eigentlich ein ganzes Ding Platz haben. Und irgendwie kann ich meine Logik gerade schlecht erklären. Wieder. Yes, take it. Take a rest the next day. So, bam, 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 bam. Einfach mal voll über das Zeug drüber rennen. So. Da würde ich ja lieben gern. Ich hab's verstanden. Hast du es auch kapiert? Ach, da steht. Hä, wieso konnten wir da vorher nicht drüber? Das ist so ein Arschloch-Event. Wenn wir ein bestimmtes Event auslösen, wird das hier gesperrt. Ja, aber das ist doch blödsinnig. Dann sind wir doch Ewigkeiten am selben Punkt gefangen. Wir müssen irgendwie anders an dieses Brett kommen. Ich will verschiedene Dinge jetzt mal mit dieser einen Tür dann ausprobieren. Ich will da jetzt einmal hingehen. Was die zu der Tür sagen? Eventuell ist das nämlich das Ausschlaggebende, dass ich dann weiß, dass, wie ich weiterkommen könnte. Hey, komm. There's a lock on it. I can't find a way to open it. Ich hole jetzt den Lever, die Eisenstange da mal her. Und dann versuche ich damit die Tür mal aufzuprügeln. Wenn das funktioniert, dann sind wir beide offiziell doof. Ne, Auf das wieso? Das Naheliegende kommen wir mal wieder nicht. nee, das war Zufall, dass ich ja da jetzt dran gekommen bin. Ja, aber rein überlegungstechnisch, wenn man keinen Schlüssel benutzen will, dann bricht man die Tür einfach mit dem Stock auf. Mit dem Stock. Ja, mit einer Eisenstange, Wie Brechstange. lange würdest du mit einem kleinen dünnen Stock da auf die Tür einschlagen wollen? Ich weiß, Brechstangen-LP macht halt mehr als 4 Schaden. Bum, 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 bum. Ja, ich bin gespannt. Wenn das funktioniert, dann müssen wir öfter mal auf den Zufall hoffen. Unsere Hoffnung schließt sich auf. Dass wir zufällig irgendwas finden. So, jetzt wird's gespannt. Du bist doch so dumm! Die Eisenstange! Bist du so schwach, drehst doch einfach auch die Tür auf und mach sie kaputt. Da ist das Brett. Und das Brett kann man nur von rechts nehmen. Bist doch so doof! Wir haben doch eine Eisenstange! Mann! Und eine Eisenstange! Das war schlecht. Ich habe mein Bestes gegeben, ich schäme mich nicht. Ups. Brauchen wir die Stange eigentlich, um an das Brett ranzukommen? Nein, ich denke nicht, aber ich will jetzt mal was anderes probieren. Weil, wenn wir die Stange nicht brauchen, Wir waren ja nicht auf der Toilette. dann könnten wir eigentlich, wenn wir die Stange nicht nehmen, dann gehen wir ins Klo rein, lösen das Event aus. Siehst du, das Event wird nicht ausgelöst, weil wir nicht auf der Toilette waren. Wir haben dadurch aber den Schlüssel nicht und dann ist das hier alles scheiße. Also, die Idee, die ich jetzt habe, ist, dass wir nicht die Stange mitnehmen, sondern aufs Klo gehen normal, das Event auslösen. Wird das Event damit ausgelöst, wenn wir nicht die Nein, Stange haben? nein. Das haben wir schon Hä? ausprobiert. Was erwarten die denn dann? Das gibt es doch gar nicht. Das haben wir vorhin ausprobiert einmal. Was sollen wir denn dann machen? Ich schnall's gerade gar nicht. Ich dachte auch gerade, wir wären weitergekommen, aber nö, sind wir nicht.
Also, Schlüssel ist kein Brett, aber ohne... Da, ich halte es gerade nicht.